Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einem neuen Lifehack-Video. Diese Woche zum Thema Foldback-Klammern. Nummer 1. Ihr könnt mit Hilfe einer solchen Klammer super einfach und super ordentlich Wolle abrollen. Dafür öffnet ihr die Klammer, biegt also die beiden Haken nach hinten, öffnet sie und klemmt sie auf eine Schüssel oder ein Behältnis, in das die Wolle hineinpasst. Die Wolle kommt hinein und wird dann einmal hier oben durch die Ösen gefädelt, durch die sie dann gezogen wird, und die Wolle kommt stabil immer durch diese Öffnung heraus. Nummer 2. Die Klammern sind so stabil, dass ihr damit sogar Geschirr aufhängen könnt, wie diese Tasse. Einfach den Haken in die Tasse reinklemmen, einen Haken nehmen, den könnte man zum Beispiel an eine Stange befestigen, und die Tasse lässt sich stabil aufhängen. Nummer 3. Die Klammern lassen sich super einfach mit Washi-Tape verschönern. Dafür legt ihr einfach ein Stück Washi-Tape an. Bei kleinen Klammern geht es auch längs, das ist besonders praktisch. Einmal rum und dann passend zuschneiden. Bei größeren Klammern müsste man es längs anlegen und festdrücken. Hier habe ich dünneres verwendet. Und hier habe ich das Ganze quer aufgeklebt. Nummer 4. Ihr könnt die Klammern verwenden, um Süßigkeitentüten und Chipstüten zu verschließen. Einfach die Tüte umschlagen und ein bisschen einrollen. Die Klammer aufdrücken. Und das Ganze ist verschlossen. Und wieder zum Öffnen einfach aufdrücken und den Griff abziehen. Nummer 5. Ihr könnt die kleinen Klammern benutzen und könnt sie als Aufsteller für Bilder, Postkarten oder natürlich auch für unsere Aufkleber benutzen. Dafür öffnet ihr eine Klammer, gebt das Bild hinein, schließt sie, klappt beide Ärmchen wieder nach oben und stellt das Ganze auf. So, hier dann noch einmal eine Übersicht über alle Lifehacks dieser Woche. Und als Extra-Tipp, die Klammern lassen sich natürlich auch als super niedliche Lesezeichen verwenden, wie hier auf meinem Blog. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da freuen wir uns natürlich immer. Wenn ihr noch Themen für uns wisst, wenn ihr euch mal ein Lifehack-Thema wünschen möchtet, schreibt es uns einfach in die Kommentare, dann schauen wir, was wir noch für euch machen können. Wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, schaut mal bei Twitter, Instagram oder Facebook bei uns vorbei, da sind wir natürlich auch überall dabei. Wenn euch das Video besonders gut gefallen hat, teilt es doch mit euren Freunden und ja, schaut mal bei uns im Kanal vorbei. Vielleicht habt ihr ja Lust auf Do-It-Yourself oder noch mehr Lifehacks, da findet ihr ganz viel davon. Und sonst bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.